Hallo, liebe Webgefahrenleser. Wir haben eine spannende Aktion zum Muttertag für euch vorbereitet, und zwar 50% auf die Clixi-Fotobücher. Wir zeigen euch kurz mal die App und danach die Fotobücher. Wir haben nämlich dreimal hier zur Ansicht uns zuschicken lassen. Ihr könnt auswählen zwischen drei verschiedenen Formaten: Pocket, Square und Kompakt, wobei Kompakt das größte ist. 30 Fotos sind möglich. Ihr könnt auch einseitig machen, wobei ich sagen muss, 30 Fotos ist definitiv cooler. Ja, und dann könnt ihr 30 Fotos hinzufügen. Wir machen das mal so. Man kann mit einem Doppeltipp sich das Bild vorher anschauen oder mit einem einfachen Tipp die Bilder auswählen. Zack, wir sagen fertig. Und dann kann man die noch sortieren, ein bisschen bearbeiten, eine Widmung eintragen, etc. pp. Und kann sich das Fotobuch dann ja, als digitale Vorschau hier ansehen. Was ist schöner als digital? Klassisch analog. Wir legen das iPad mal zur Seite und zeigen euch hier die Fotobücher als kleinen Größenvergleich. Ein iPhone 6. Wenn wir das kleinste Buch, das Pocket. Was kann man dazu groß sagen? Die Bildqualität ist jetzt nicht der absolute Oberburner. Man sieht so ein kleines Rauschen im Hintergrund. Das gleiche gilt auch für die anderen Kollegen. Hier bei dem quadratischen haben wir drumherum noch so einen Rand. Das ist praktisch, wenn ihr zum Beispiel bei Instagram seid und halt viele quadratische Fotos habt. Die könnt ihr auch über die App direkt aus eurem Instagram-Account importieren. Das größte Clixi-Buch kostet dann knapp 8 Euro plus 3 Euro Versand. Für 11 Euro bekommt ihr das. Und da muss ich schon sagen, also für den Preis ist es eine coole Geschenkidee. 10 Euro, das passt. Allerdings würde ich das Ganze nicht als Buch bezeichnen, sondern eher ja, so eine Fotomappe, ein Fotoheft, weil es ist halt ja, sehr leicht gebunden nur und jetzt nicht richtig so ein dicker Brocken, wie man es vielleicht als erstes beim Wort Buch denken mag. Insgesamt mit den Gutscheinen könnt ihr 50% sparen. Der gilt noch die ganze Woche. Wenn ihr das zum Muttertag am 10. Mai bei euch haben wollt, dann solltet ihr allerdings bis Mittwoch bestellen, denn dann sagen die Kollegen, kommt es auf jeden Fall noch rechtzeitig an. In diesem Sinne, bis demnächst.